kämpfe nicht gegen ihn. Sonst sterbt ihr beide. Kein Scheiß. Ihr tötet uns, ob wir kämpfen oder nicht. Hast mich enttarnt, Schätzchen. Liefere eine gute Show ab, ja? Da wird's weniger schmerzhaft. Na los. Du wolltest mich schon den ganzen Tag schlagen. Das ist deine Chance. Und denen die Befriedigung verschaffen, unseren Kampf zu sehen? Vergiss es. Du hast gesagt, sie töten uns eh. Mit einem Kampf können wir Zeit gewinnen, um einen Ausweg zu finden. Also sei keine Diva und schlag mich. Nein! Diese Leute wissen, wie ein Lockout aussieht. Aufregend. Ich kann die legendäre Sonya Blade erledigen. Fight! Füße, Arsch und Nüsse zu breit. Genau nach Plan. Schlamm, Gedärme, Blut und Ruhm. Ja!
was für Rekruten. Lieutenant! Er braucht einen Nottransport. Wir müssen uns zum Treffpunkt durchkämpfen. Die wirst du brauchen. Denkt ihr, wollt ihr hin? Das Beste an dieser Zukunft. Ich lebe und du bist mausetot. Nur leider haben dich diese Unterreichsspießer erledigt. Bedauerlich. Lass es uns nochmal versuchen. In dieser Zukunft magst du leben, aber das kann sich ändern. Fight! Der Knast ist noch so gut für dich. Ich verschaffe dir eine Pause.
Das ist aber verzwickt. Kannst du sein Genick schneller brechen, als ich den Schönling hier ausweiten kann? Denk dran, es gibt zwei für einen. Stirbt er, geht deine Kleine auch drauf. Danke, Kano. Wofür? Dass du mich an die Regeln erinnerst. Netter Trick. Den klaue ich mir für Timequake. Wollen wir mal essen gehen? Als Dank dafür, dass du mein Leben gerettet hast. Und als Entschuldigung für mich. Kein Druck, keine Romantik. Geduld ist eine Tugend, Cage. Was ist das? Er ist der besondere Gastschurke. Geras, Chroniker Schläger. Angeblich kann man ihn nicht töten. Ich habe in Fatal Infinity gegen so einen gekämpft. Bringt ihn hier raus. Ich werde dieses Ding beschäftigen. Sonya Blade, die Mutter von Cassie Cage. Ja, und weiter? Cassie Cage hat Shinnok besiegt. Den Sohn von Chronika. Ich räche ihn für seine Mutter. Fight! Zeitverschwendung. Schlechte Wahl. Yeah!
Keine Disziplin. Ich räche ihn für seine Mutter. Fight! Halt dich von meiner Tochter fern. Jetzt wirst du nicht mehr wiederkehren. Alles okay? Ach, alles gut. Bin härter, als du denkst. Hör mal. Das, was ich in der Basis über die Mission gesagt habe, war nicht fair. Du bist eine echt gute Soldatin. Ich bin so stolz, dass ich mich schon fast auf einem Date mit Johnny sehe. Fast. Ich wünschte, ich könnte zurück. Die letzte Mission neu angehen. Zu erfahren, wie ich sterbe oder sterben könnte, war nicht einfach. Aber ich habe den Bericht gelesen. Du hast Befehle befolgt und deinen Trupp gerettet. Ich bin froh, dass mein Opfer das Erdenreich gerettet hat. Und dich. Außerdem hast du Raiden gehört. Es wird nie wieder so, wie es mal war. Wir alle müssen unser Schicksal wählen. Liu Kang und Kung Lao meinten, was sie über ihn gesagt haben. Alle Trupps zurückziehen! Sofort! Raus da! Er ist gescheitert.
Wenn er zurückkehrt, werde ich ihn für den finalen Kampf stärker machen. Sprich, Liu Kang. Wir haben Shao Kahn verloren, seine Außenweltarmee und jetzt den schwarzen Drachen. Während Raidens Verbündete Zeit beim Kampf gegen Kano und Shao Kahn verloren, konnten wir mit unserer wichtigsten Arbeit ungehindert auf Shang Tsungs Insel fortfahren. Die Insel liegt in Trümmern. Was könnte dort... Die Zeitbeherrschung verbraucht jede Menge rohe temporale Energie. Sterbliche Seelen enthalten eine ganze Lebenszeit dieser Energie. Jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde des Lebens wird darin gespeichert. Shang Tsung hat sich von Seelen ernährt. Er hat sie gesammelt. In seinem Brunnen der Seelen, der sich unter seiner Insel befindet, unberührt. Ein Schicksal, das ich für Shang Tsung erschuf, falls ich es mal brauche. Shang Tsungs Seele wird mir gehören. Wie sieht's aus? Noch kein Zeichen von der mystischen Barriere, die du erwähnt hast. Oh, du wirst es merken, wenn sie auftaucht. Wie geht's dir? Als ob ich nach langer Zeit wieder bei mir bin. Ich wurde in die Tiefen dieser Welt der Götter und Monster geworfen. Jetzt, da ich meine Zukunft kenne, kann ich wieder Luft schnappen. Diese Dinge, die ich erlebt habe oder erleben werde... Wie Raiden sagte, es wird anders sein. Das klingt doch gut. Die Dinge, die mein Dad erlebt hat. Sein furchtbares Trauma. So haben sich meine Eltern kennengelernt. Sie verliebten sich, als er sich erholte. Wenn diese Dinge nicht geschehen, triffst du Mom nicht. Dann werde ich nie geboren. Jackie, ich kann nicht behaupten, dass ich dieses Kosmoszeug verstehe. Aber du bist aus einem bestimmten Grund hier. Du bist nicht irgendein Unfall. Das hoffe ich. Wieder.
damals beim Turnier. Waren überall Leute. Diese Typen sahen deutlich jünger aus. Als wäre es gestern gewesen. Nach Sheng Tsungs Tod ist dieser Ort ebenfalls gestorben. Niemand da. So viel zur Tarnung. Hätten die Jungs mitbringen sollen. Ich hoffe, dass Raiden mit dem Brunnen der Seelen falsch lag. Ich möchte hier nicht länger als... Mehrere Kontakte. Wie viele? Zwei, aber einer umkreist uns ziemlich schnell. Monika wusste, dass Raiden jemanden herschicken würde. Gib mir 10 Sekunden mit dem Kerl. Jax Briggs, wir waren Partner unter Quan Chis Kommando. Du wirst dich mir anschließen. Hast den falschen Jax. Ich war kein Wiedergänger. Werde nie einer sein. Fight! Gefällig? Zeiten ändern sich, Kabal. Ah!
Mechaniker nicht bei ihrem Werk stören. Stören? Eher beenden. Du lässt die Finger vom Brunnen der Seelen. Du bist nicht so stark, wie du glaubst, Jax. Sandell hat kurzen Prozess mit dir gemacht. Ich nehme mir die Frauen grün vor. Damals wusstest du, für wen du kämpfst. Aber Quan Chi und Kronika haben dich getäuscht. Ich schloss mich Raidens Kampf gegen Shao Kahn an. Er führte mich ins Verderben. Jetzt führt Raiden auch dich dorthin. Fight. Einen Moment lang war ich beeindruckt. Deine Zeit ist um. Ich versuche mein Glück mit Raiden. Genug mit dem Totentanz. Raiden meinte, sein Seelenbrunnen wäre im Untergrund. Hier lang. Das ist Goros Versteck? Netterweise ohne Goro. Bei meinem ersten Turnier hat mich Shang Tsung hier eingesperrt. Dachte nicht zurückzukommen. Weißt du noch, wo ein Seelenbrunnen sein könnte? Keine Ahnung, ich wurde übel zugerichtet. Die Erinnerungen sind unscharf. Diese Krone. Fünf Mäuse, das die Kronika gehört. Sie entzieht dem Brunnen Seelen. Dieses Ding ist sicher bewacht. Schnappen wir es uns, bevor die Wache zurück ist. Ich war nie weg.
sollte ich wissen, wer das ist? Der erste Sub-Zero. Scorpion hat sein Rückgrat rausgerissen und es in Shang Tsungs altem Thronraum zurückgelassen. Die neue Ära wird dies aus der Geschichte streichen. Warte, Jackie. Ich mach das. Ermac war schwach. Er hatte deine Arme genommen, dich aber nicht getötet. Ganz richtig. Ich bin ein zäher Hund. Fight! Deine Zeit ist um. Ermac ist wohl nicht der Einzige, der schwach ist. Los, holen wir uns das Ding und raus! Was tust du? Ich gebe dir das Leben, das du verdienst. Und zerstörst das Universum? Nicht zerstören, ich starte es neu. Die Zeit als Wiedergänger. Die verlorenen Jahre, die Dinge, die ich tat. Deine Mom gab mir Halt. Doch ich war dir nie ein guter Vater. Du redest Unsinn, Mann. Du hast eine tolle Tochter. Eine gute Soldatin. Sie sollte keine Soldatin sein. Ich wollte nie, dass du all diese Risiken auf dich nimmst. Hätte ich nicht versagt, hättest du nicht den Drang gehabt, das tun zu müssen. Das ist nicht der Grund, warum ich das tue. Bitte. Gib mir die Krone. Ich will niemandem wehtun. Das ist doch einfach irre. Halt dich zurück. Du solltest nicht gegen deinen Dad kämpfen. Ich werde das mit mir selbst ausmachen, okay? Hätte nie gedacht, dass ich mal so tief sinke. Du hast keine Ahnung, wie schlimm es noch kommen wird. Deine Arme zu verlieren, war erst der Anfang. Du hast gelitten. Das musst du immer noch. Aber man verrät seine Einheit nicht und seine Familie schon gar nicht. Fight. Dritten
gefällig? Ich erspare dir den Alpha Charlie. Ich muss das wieder gut machen können. Er ist K.O. und erholt sich. Wie geht's dir? Platt. Dito. Er kann nicht hierbleiben. Schaffen wir ihn zusammen mit der Krone raus. An diesen Ort muss ich so schnell nicht zurückkehren. Sehe ich genauso. Händigt Kronikas Krone und den alten Jackson Briggs aus. Dann wird euch nichts geschehen. Keine Chance. Du hast die Götterältesten verraten, Cetrion. Kronika muss das Gleichgewicht wiederherstellen, das Raiden zerstört hat. Siehst du nicht, dass er hier das Übel ist? Wenigstens ein Übel, das wir kennen. Besiegen wir einen Götterältesten? Cassie hat Shinnok besiegt. Nur weil die Cages von Geburt an irrsinnig magische Kräfte haben. Vielleicht haben wir unsere eigene Magie. Nun tretet zurück. Wenn ihr Widerstand leistet, werdet ihr leiden. Ich lass nicht zu. Das diskutiere ich nicht. Dein Geist ist zu schwach, um Kronikas Waffe zu tragen. Nimm sie ab zu deiner eigenen Sicherheit. Jetzt ist nicht die Zeit für Sicherheit, sondern für Taten. Fight! Ohne Schmerz kein Lohn. Hey,
Cassie Cage. Einfache Sterbliche können die Krone nicht kontrollieren. Ich wollte dir nicht wehtun, doch nun zwingst du mich dazu. Machst du? Gib mir die Krone und ich werde sie verschonen. Nein! Gib sie ihr nicht! Geh! Ihr Leben liegt in deinen Händen. Niemand will hier irgendwen verletzen. Ich bitte dich, überlass die Kleine nicht diesem Schicksal. Verflucht! Jetzt bring Jackie zurück. Dad! Wie konntest du mir das antun? Ich tu dir nichts an, Jackie. Ich tu es für dich. Aus Liebe. Konica erwartet uns. Komm schon. Der Kampf geht weiter. Das hier wird uns Erlösung bringen. Vielen Dank, euch beiden. Ich spüre Besorgnis, Jackson Briggs. Normalerweise umgeben mich nicht so viele freundliche Gesichter. Wir sind ungleiche Verbündete, vereint für eine gemeinsame Sache. Sorg dich nicht. Lu Kang, Kitana, sind die Truppen versammelt? Sie sind auf dem Weg. Kitana und ich stellen sicher, dass sie wie geplant eintreffen. Ausgezeichnet. Meine Kräfte sammle, rückt die neue Ära heran. Der Bericht von Jacqueline Briggs. Ihr Vater hat unsere Situation durch sein Handeln stark kompromittiert. Ich weiß, das ist schwer zu glauben. Auch wenn wir den Turm finden, ist Kronikas Macht wesentlich größer als unsere vereinten Kräfte. Vielleicht sollten wir doch Shinnoks Amulett einsetzen. Das geht nicht, Cassandra Cage. Ich habe gesehen, was man damit tun kann. Du hast die gesamte Armee des Unterreichs aufgehalten. Und das nicht mal mit voller Kraft. Ich kann mich nicht den Verlockungen seiner dunklen Macht aussetzen. Selbst jetzt ruft es mich. Kronikas Vorteile hin oder her. Wir müssen angreifen, sobald wir wissen, wo der Turm ist. Es ist Stunden her, dass wir von den Großmeistern gehört haben. Was machen wir, wenn sie nicht zurückkehren? Das müssen sie. Sonst ist alle Hoffnung verloren. Thank you.
Diese Krieger müssen unterwegs zu Kronikas Turm sein. Stimmt. Warum nutzen sie nicht Charons Flotte? Die Brücke strapaziert ihre Kräfte. Die Flotte untersteht Charon. Sie segelt nur auf sein Kommando. Da sie sich kein Stück bewegt, scheint der Chroniker nicht zu helfen. Dann hilft er vielleicht uns. Sieht aus, als wäre Charon zu Hause. Vielleicht empfängt er gerade unwillkommene Gäste. Geh zurück ins Erdenreich. Sag den anderen, wir haben ihn. Wir marschieren los, sobald ich zurück bin. Bist du sicher, dass Charon uns helfen wird? Nein, aber unsere beste Chance. Chroniker helfen sollen, Karl. Nun musst du dafür leiden. Ich bin unsterblich, Devorah. Du kannst mich nicht töten. Diese hier muss dich nur so zurichten, dass du Chronikers Heimlich befördern kannst. Erst Chinook, jetzt Chroniker. Das wirst du nicht überleben. Diese hier sichert das Überleben des Schwarms. Du wirst die Shiraira Yu nicht retten. Fight! Nur ein Kratzer. Ryu gehen nicht unter. Clan Ausblendern wird untergehen. Ich habe die Shirai Ryu erneuert und den Clan deutlich stärker gemacht. Auf der Grundlage von Heuchlern und Außenseitern. Chroniker wusste davon. Yeah.
Ohne unsere ursprünglichen Blutlinien gäbe es keine Shirai Ryu. Das Massaker hat sie ausgelöscht. Chronika wird die wahren Shirai Ryu wiederbeleben. Glaub Chronika kein Wort. Sie nutzt deinen Zorn, um dich zu versklaven. So wie Quan Chi einst uns. Ich ließ den Zorn ziehen. Das rettete mich. Du musst dasselbe tun, um dich zu retten. Fight. Keine Gnade. Zeit, dass man dich befreit. Wir beide wissen, was dich wirklich antreibt. Nicht Shirai Ryus Stolz, sondern Frau und Kind. Harumi und Satoshi wurden mir genommen. Ermordet. Sie wiederzusehen, ist alles, was zählt. Derselbe Schmerz. Ich ging wegen ihm durch die Hölle. Chronikas neue Ära ist kein Heilmittel. Sie würde Shinnok wiederbeleben. Den Teufel, der den Tod über unsere Familie und Clan brachte, er darf nicht wiederkehren. Als ich die Shirai Ryu wiederbelebte, schwor ich, dass unser Clan das Erdenreich schützen würde. Hilf mir, den Schwur zu halten. Sünden ablenken würden. Diese hier beendet jetzt dein Elend.
Jetzt stirbst du. Raiden ist in den Feuergärten. Gewinne Charons Unterstützung. Bring Raidens Armee zum Turm. Du musst. Du hast mein Wort. Die neuen Shirai Ryu sind würdig. Ihr Herz, nicht Blut, macht sie zu Kriegern. Sind deine Shaolin-Meister bereit? Sie werden bis zum letzten Mann kämpfen. Ja, das wird wohl nötig sein. Wenn Charon uns nicht hilft, wird es zu keinem Kampf kommen. Gibt es Neuigkeiten von Großmeister Hasashi? Nein. Wenn wir nicht bald von ihm hören, kehre ich zurück ins Unterreich. Falscher Skorpion. Das verheißt nichts Gutes. Hol Raiden. Die Feuergärten stehen wieder. Die Shirai Ryu wurden wiederhergestellt. Warum bist du hier, Skorpion? Wo ist Großmeister Hasashi? Er ist tot. Und nun willst du uns erledigen? Ich verstehe dein Misstrauen, aber ich bin hier, um euch zu helfen. Das kann ich einfach nicht glauben. Fight! Wer kann?